back in ETV. Hallo und hi, herzlich willkommen hier auf Balcony TV, wie immer auf dem Comebackpackers Hostel. Und heute habe ich zu Gast hier einmal Michi, einmal Tommy, Kerim und Tim. Tim, Tom, so, das war richtig. Kurz, Kites. Hi. Hi. Alles gut? Voll. Es ist wieder mal kalt. Wenn wir auf so Balkonen spielen, ist es irgendwie kalt. Aber es ist geil. Sehr schön. Und wie immer haben wir ja üblich erstmal der Song, beziehungsweise ihr habt uns einen Song mitgebracht und der da wäre? Der heißt... Dein Mikro? Voll, ich habe einen eigenen. Nee, der heißt In der Cinema und in einer ganz gemütlichen Version. Super, sehr schön. Voll. Dann hier ganz gemütlich eure Stage und ab super dafür. Super cool, danke. She wants me, I can't feel it. Oh, 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 thank you.
Kites mit Inner Cinema in einer absolut smoothen Version, kann man sagen. Habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ihr habt ja eure EP gerade raus, On The Run, die ja sehr tanzbar klingt, beziehungsweise ja, sehr, sehr dancey, sehr frech und mit der seid ihr auch gerade auf Tour. Ja, ganz wichtig. So unsere erste Tour zusammen als Kites. Die sich ja jetzt im Ende zugeneigt hat oder beziehungsweise am Ende vollbracht wurde. Ja, voll, voll. Bis so den ganzen November unterwegs und war sehr geil. Gab's denn irgendwie, habt ihr euch irgendwas vorgenommen für die Tour, was ganz Besonderes? Weil, wie ihr schon sagt, es war die erste Tour und jetzt in der Konstellation Kites. Irgendwas ganz Besonderes passiert? Ja, es sind in jeder Stadt irgendwie ganz besondere Sachen passiert, finde ich. Und zwar, dass einfach Leute wegen deiner Musik auf dein Konzert kommen. Das ist einfach immer wieder voll geil. Und wenn du so das erste Mal in irgendeiner Stadt bist und dann kommen Leute wegen dir, das fühlt sich einfach super an. Aber da waren auch Städte dabei, die ihr jetzt so privat irgendwie noch nie besucht habt. Voll, es waren auch Städte dabei, von denen ich den Namen noch nie mal gehört habe. Unter anderem? Ilmenau. Habe ich auch noch nie gehört. Ja, sehr gut. Und ja, ihr habt aber vorher, ihr wart ja vorher eine ganz andere Konstellation, beziehungsweise mit einem ganz anderen Namen unterwegs. Genau. Ja. Und was war der Auslöser? Warum habt ihr gesagt, so, wir geben den Rest oder beziehungsweise wir geben das, was wir gemacht haben, auf und ändern uns jetzt in Kites um? Ja, war so, wir waren seit 5 Jahren so eine Band. Richtig gute Homies und machen seit 5 Jahren zusammen Musik und hatten so eine Schülerband, haben einfach alles gespielt, was man so spielt. Wir haben Musik gemacht, wir haben zusammen gesoffen und gefeiert und das machen wir auch immer noch. Aber jawohl! Bei mir? Nee, ihm! Achso, okay, okay. Nee, und dann haben wir einfach gesagt: Hey Jungs, wie wichtig ist uns diese Band und Musik zu machen? Wie wollen wir das in Zukunft machen? Und dann haben wir gesagt, wir packen das jetzt nochmal gescheit an. Nicht so als Schülerband, sondern als professionelle Erwachsene-Band. Einfach so und schauen, was geht. Und weil wir ja teilweise keine Vorsätze haben und Vorsätze haben, stoßen wir trotzdem drauf an. Da kommt nämlich Natalia, unsere Producerin. Yay! Yeah. So, du kriegst das Größte. Du siehst so Dankeschön. Aus, als wenn du ganz viel brauchst. Hier, Snake. Das Snack, habe ich gesagt. Ja, Snack, Snack. Snacken, also Snake. Snacken. Aber Snake ist auch geil, ne? Ja, Snake. So, warte, hier. So, wie sollen Musiker nicht saufen? Hier kriegen wir jetzt nachher. Ja, ich muss ja auch. Ich habe die Arschkarte auch gerade. Verdammt. So, dann einmal in die Mitte. Hier einmal. Prost. Einmal snacken. Prost. Frohes neues Jahr, Leute. Hier zu sein. Ja, vielen Dank. Oh. Und das ist wirklich keine Cola. Und es ist noch ganz früh am Tag. Ja, hat mir Spaß gemacht. Ich bin jetzt schon voll wie 40 Seeräuber. So, Schöne Abwendung. Schön, dass ihr da wart. Kai. Dankeschön. Und ein Album kommt ja auch noch raus. Ja, nächstes Jahr, im Herbst. Das wird gut. Ja, dann lade ich euch jetzt hiermit ganz persönlich von meiner Seite aus ein, mit dem Album nochmal hier auf Balcony TV vorbeizuschauen. Mhm. Und freue mich dann mit euch nochmal eine ganze Flasche. Ja, mein Vorsatz, trinken mit Kai. Yes. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüssi. Ciao. Ciao. Balcony TV.